danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Nicht zu danken, dafür bin ich da. Zwar nicht für das Interview, aber für alles andere. Also erzähl doch erstmal, wer du bist eigentlich. Also ich bin der David, komme ursprünglich aus Siegen, wohne jetzt seit 2,5 Jahren hier in Großraumanlage, beziehungsweise hier in Alora, mitten in einem schönen Campo. Und wir bieten hier Enduro-Touren an. Ah, okay. Und die Firma heißt Enduro Fun. Enduro Fun, genau. Enduro Fun besteht seit mittlerweile 15 Jahren. Mein Partner hat damals die Firma gegründet, war der erste Anbieter hier im Großraum Malaga, Andalusien. Und seit 2,5 Jahren bin ich mit dabei und seitdem machen wir das zusammen. Ah, okay. Und das ist der Frank? Der Frank, genau. Okay. Der kann leider momentan nicht hier sein, da er sich vorgestern Knöchel gebrochen hat und liegt auf der Couch und ist sicher rausgekommen. Oh, mitten in der Saison. Oh Mann, oh Mann. Ja, aber ich danke dir. Wir waren ja jetzt im Endeffekt eine Woche lang hier und dürften ja im Endeffekt die neuen Sherkus, die aus dem Jahre 2020 auch erstmal Probe fahren. Hier bei deiner kleinen Finca hier, oder? Kann man Finca nennen. Und, ja, hier übernachtet und gleich hier in der Nähe von dir auch gewohnt. Das heißt, also, es war wirklich sehr angenehm hier zu leben und auch direkt losstarten zu können. So. Das ist der große Vorteil. Ja. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war halt hier jetzt so, dass es hier einfach so idyllisch ist und so ruhig. Also dass man hier einfach wirklich losstarten kann und hat keine Probleme oder sonstiges, sondern man fährt einfach los und hat eigentlich direkt schon seine erste Aufgabe vor der Tür. Direkt die ersten Auffahrten, keine 200 Meter von hier weg. Und dann geht's direkt ab ins Gelände. Mhm. Ideal. Cool. Was bietet ihr eigentlich genau an? Also wir bieten Enduro-Touren an, das heißt vom Einsteiger bis hin zum sportlich ambitionierten Fahrer, aber der Einsteiger sollte schon gewisse Grunderfahrungen haben im Enduro-Bereich. Sprich, wir wollen jetzt keine oder wir können jetzt keine Leute annehmen, die noch nie auf einer Enduro gesessen haben, das würde einfach den Rahmen sprengen für uns. Mhm. Auch jetzt zum Beispiel normale Neulinge, die zum Beispiel noch nie auf einer Maschine gesessen sind oder sowas. Ja, ist schwierig. Ist halt gefährlich. Genau, ist gefährlich. Mhm. Okay, wie schaut denn so bei dir normalerweise der Ablauf aus? Also wenn jetzt, ich bin jetzt so der Typ, der jetzt hier im Endeffekt bei dir bestellen möchte und was muss ich tun? Als allererstes gehst du auf unsere Seite www.enduro.eu und guckst dir halt mal alles an, ob die dazu sagt. Dann stellst du uns eine Anfrage, fragen wir dich, wie viele Fahrtage willst du haben? Wie lange soll der Aufenthalt hier sein? Und meistens läuft das so ab. Also, wir empfehlen den meisten Leuten 6 bis 7 Tage Aufenthalt und 4 Fahrtage. So, dass man 2 Tage am Stück fahren kann, mindestens einen Pausentag dazwischen hat und dann wieder 2 Tage fährt. Weil ihr habt ja jetzt auch selber gemerkt, ab dem zweiten Tag, beziehungsweise der dritte Tag, ist schon. Ist schon ein bisschen kürzer. Ist schon kürzer, ja. Also 3 Tage am Stück sehe ich genauso. Ist richtig. Also, klar, man muss ja nicht unbedingt der Romaniacs-Fahrer sein oder was weiß ich. Nee. Es sind ja auch auf die ganz normalen Hobbyfahrer aus. Ne? Genau, um einfach auch mal sich ausleben zu können, ohne jetzt im Endeffekt so typisches deutsches Limo. Und hier ist es halt einfach lockerer und auch nicht so stressvoll. Also das finde ich sehr, sehr angenehm hier. Wir haben ja jetzt schon hier die Sherkus gesehen. Genau. Welche Größen bietet ihr denn an? Also momentan haben wir 4 Takte zur Auswahl. Das ist einmal die 300er, davon haben wir natürlich jetzt gerade keine hier. 300 Viertakt, 450 Viertakt und 300 Zweitakt. Mhm. Auf Wunsch, das müsste dann halt vorher besprochen werden, können wir auch 125er Zweitakt besorgen, 250 Zweitakt. Außer das volle Sherko-Programm. Wir können eigentlich alles abdecken.
Also jede Schärko-Maschine. Genau, aber zurzeit haben wir halt einige 450er im Verleih, da sich einfach herausgestellt hat, dass das auch ein sehr anfängerfreundliches Motorrad ist und halt auch viele Stunden hält. Das ist natürlich für den Anbieter von großem Vorteil. Ja, ist mir auch aufgefallen. Also ich dachte auch zuerst, wo wir die 450er genommen haben, dann habe ich dich ja auch schon direkt angesprochen gehabt, so, Alter, 450 ist ein bisschen crazy, oder? Aber? Ja, muss ich wirklich zugeben, die 450er Viertakt sind wirklich Maschinen, die wirklich sehr angenehm zu fahren sind, sehr linear und vom Handling her ein Traum. Also auch zum Beispiel jetzt so mal richtig Gas geben ist möglich, aber sie kommt nicht so krank, sondern es ist alles kontrollierbar. Sie überfordert nicht. Richtig, sie überfordert nicht, sie macht keine langen Arme. Ja, also ich glaube, da werden wir auch dann nochmal ein eigenes Video dazu drehen, wie die sich so fährt und eine kleine Review von der 450er, würde ich sagen. Also was mir aufgefallen ist im Stand, Akira. Du, Hundling, du. Komm, ab. Ist ein sehr anfängerfreundliches Motorrad. Ja. Also, da kannst du eigentlich jeden draufsetzen, jeden Hobbyfahrer. Ja. Ich bin ja auch deine Maschine gefahren. Genau. Du fährst ja jetzt eine Zweitaktmaschine. Ich fahre eine 302-Takt, genau. Mhm. Und die hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Ich bin ja eigentlich, ich muss ja ganz ehrlich offen zugeben, ich bin eigentlich ein Zweitakt-Hasser. Wie am Anfang schon. Schon gesagt, ja. Aber als ich mich auf sie draufgesetzt habe und also ganz ehrlich, ich fand das wirklich cool. Also, Ja, ist halt was völlig anderes. Ja, was völlig anderes. Ja. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Das muss jeder selber abwägen, wie und was er am liebsten mag. Ja. Also was mir wirklich gut aufgefallen ist, ist, dass halt der Zweitakter also wirklich gar nie ausgeht. Was bei der Viertakter halt dann öfters der Fall ist. Ne? Also gerade im unteren Drehzahlbereich, wenn man ganz langsam unterwegs ist, kann es schon mal sein, wenn man zu spät in der Kupplung ist, dass sie ausflippt. Ja, ganz gut. Also man muss halt ein bisschen mehr Gas geben, als jetzt im Endeffekt jetzt von meiner Erfahrung her die Userberg, ist aber jetzt auch nicht das Problem. Also sie überfordert dann auch nicht, sondern sie macht es halt wirklich gut, aber sie braucht halt einfach ein bisschen mehr Drehzahl. Genau. Es ist natürlich jetzt auch, die 450er ist jetzt natürlich nicht der Motorrad fürs Extrem-Enduro, dafür sind sie einfach nicht gemacht. Aber für das normale Enduro-Fahren, wie wir das hier so betreiben, ist es vollkommen okay. Typisches Hard-Enduro halt. Wenn jemand wirklich auch gut Enduro fahren kann, der fährt auch alles mit der 450er oder mit seiner 302er. Ja, natürlich. Also vollkommen klar. Ist aber, ich finde auch zum Beispiel auch bewegen im Stand, wenn du im Endeffekt positionieren möchtest, ist es einfach vollkommen einfacher und angenehmer, weil du halt nicht einfach so am Rütteln bist, sondern du machst einfach zack, bumm. So wie du auch jetzt zum Beispiel so mal traversiert hast an dem Hang, wo du im Endeffekt einmal Gas gegeben hast, umgesetzt hast. Genau. Ganz einfach. Gut, klar, geht mit der 400er auch, aber oder mit der 450er. Genau. Aber ist natürlicherweise schwieriger. Mehr Handarbeit. Genau. Der Viertakter ist halt nur mal einfach das schwerere Motorrad. Was mich noch interessieren würde, ist, fahrt ihr die dann auch offen? Wir fahren die komplett offen. Ihr fahrt die offen. Komplett, genau. Also wir werden, wenn die neuen Motorräder bekommen, wenn die direkt umgebaut, da kommt der Sportkabelbaum rein. Wenn die komplett entkosselt, da kommt ein neues Mapping drauf und dann sind sie einsatzfähig. Mhm. Und das sind ja schon die ganz neuen Maschinen und ihr kriegt jedes Jahr immer die neuesten Maschinen? Wir kriegen jedes Jahr zum größten Teil neue Maschinen. Wir haben momentan 8 Motorräder im Verleih und davon jetzt 5 neue. 3 von 2019, 1 von 2018. Mhm. Also wir werden immer 2-3 Motorräder haben, die 1-2 Jahre alt sind, aber immer 5-6 nagelneu. Okay. Also, das heißt also, die Leute, die im Endeffekt zu euch kommen, können auch wirklich richtig Maschinen fahren. Können, überhaupt noch gar selbst nicht wenn 8 Leute kommen, können sie ja immer noch, wenn wir nur 5 nagelneue haben, untereinander switchen, dass jeder mal einen Tag die nagelneue fährt, aber im Großen und Ganzen ändert sich da ja auch nicht so viel von Jahr zu Jahr. Ja klar, aber wenn man natürlich sich überlegt, sie diese Maschine zuzulegen, macht es natürlich auch Sinn, dann die direkt zur Probe zu fahren. Weil du hast ja hier wirklich die Möglichkeit, das Gelände 1:1 nachzubilden. Ja. Verkauft ihr die dann auch an andere Personen? Das Problem ist, rechtlich gesehen dürfen wir die nicht von Sherco aus nach Deutschland verkaufen. Ah. Neu. Mhm. Gebraucht ja, aber neu nicht. Mhm. Das heißt also im Endeffekt rein theoretisch könnte man, wenn man sagen, okay, ihr seid jetzt dann was weiß ich, 50, 60 Stunden, dann könnte man sich überlegen. Man kann natürlich, wenn du jetzt kommst und fährst eine nagelneue hier Probe, ist sie ja nicht mehr neu, wenn du sie eine Woche benutzt hast und wenn du sagst, du willst sie kaufen, dann kannst du natürlich kaufen. Das ist ja cool. Ja. Ja, das ist ja ein Transport nach Deutschland haben wir auch. Von daher, okay. Das ist kein Problem. Ja, das ist ja fett. Also, das ist ja wirklich interessant.
Ja, also rein theoretisch war das eigentlich schon die gesamte Unterhaltung. Wir haben es ja schon so richtig ausgesprochen eigentlich schon. Genau. Leider habt ihr das alles nicht mitbekommen, leider. Ja. Wir hatten viel Spaß eigentlich, fand ich. Wir hatten sehr viel Spaß. Schöne Woche. Schöne Woche. Fand ich auch. Und schöner Abschlusstag gestern. Ja. Die ersten zwei Tage. Hat zwar schlecht angefangen, der Tag gestern, aber... Oh ja. Wir können ja mal was reinschneiden für euch. Ja, da habe ich dann natürlicherweise dann gleich mit seiner Maschine nochmal einen kleinen Abruf. Ein ganz kleinen. Er hat ein bisschen zu viel Vorderradbremse benutzt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Und ja, dann einen wunderschönen Tag dir. Und euch auch, gute Heimreise. Dankeschön. Und wir werden uns sicherlich nächstes Jahr wiedersehen. Hoffentlich. Ja, klar. Danke dir. Ich danke dir.